Jahren. Weißt du, Hermann, ich gehe nachts manchmal ganz allein hier durch die Stadt, weißt du, mit dir will ich gehen, aber sonst da bin ich auch allein. Aber das ist die einzige Stadt. Dieser Stadt vertrieben worden und das mit Erfolg. Viele haben mich gefragt, wer ist eigentlich Hermann Bachmann? Wir haben ihn nun eingeladen und er ist tatsächlich gekommen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Eröffnung der Normalität ist eine Feier wert. Diese Ausstellung ist eine Feier. Ich begrüße ganz herzlich dich, lieber Hermann Bachmann, dich, liebe Gisela Bachmann. Und ich begrüße auch sehr herzlich den Schirmherrn dieser Ausstellung, Herrn Oberbürgermeister Dr. Klaus Rauen. Und ich begrüße alle Freunde von Hermann Bachmann, die aus alter Zeit gekommen sind, alle Damen und Herren, die hier anwesend sind und sich freuen, dass es wieder beginnt. Sind wir nicht alle ein Stück auf der Suche nach unserer Gemeinsamkeit in dieser so schmerzlichen und uns alle immer wieder auch ganz persönlich betreffenden deutschen Geschichte? Und ich ganz persönlich, wenn ich diese persönliche Anmerkung auch in einem solchen Rahmen machen darf, empfinde es als einen Glücksfall, dass ich mich mit einem ganz spezifischen Stück Hallenser Geschichte vertraut machen darf. Ich, der ich ja jemand bin, der von außen dazukommt und dem sich noch nicht alle Wurzeln,
dieser Stadt erschlossen haben, mag man sich noch so sehr darum bemühen. Dies ist auch eine Frage der Zeit, eine Frage der Dauer. Und als mir dieser Gedanke nahegebracht wurde, dass ein bedeutender Künstler, der hier in der Nachkriegszeit zum ersten Mal Halle wieder zu einem Kunstmittelpunkt in Deutschland mitgestaltete, hier in einer Ausstellung besonders gewürdigt werden sollte, habe ich eigentlich sehr spontan und unmittelbar Ja gesagt. Ja, ich will das, was ich tun kann, dazu beitragen, dass diese Begegnung mit einem Stück Halle für möglichst viele ermöglicht wird. Und Verächtlichmachung des Lebens, dekadentes Machwerk, schändliche Kunstwerke, die dürfen nie wieder in unseren Kunstausstellungen sein. Der Maler sei ein typischer Vertreter der im Faulen begriffenen Kunst des Kapitalismus. Und die Imperialisten, die dann immer herhalten mussten, wenn einem keine anderen Argumente einfielen, stellen die Kunst in den Dienst der Vorbereitung eines neuen Krieges. Bachmann, ich zitiere wieder, ist dabei ein williges Werkzeug. Thank you.
Eines Malers, zudem eines solchen, der in Halle nicht allgemein bekannt ist, jedenfalls mit seinem Werk nicht. Dass sie jetzt hier stattfindet, hat besondere Gründe und ich will versuchen, Ihnen diese in aller Kürze zu beschreiben. Dass Hermann Bachmann Hallenser ist, wurde schon gesagt. Hier in Halle ist er vor 70 Jahren geboren, hier ist er aufgewachsen. Von hier aus ist er als junger Mann in den Krieg gezogen und aus ihm hierher zurückgekehrt. In Halle hat Bachmann dann eine Reihe von Jahren gearbeitet, bis er schließlich Anfang 1953 die Stadt in Richtung Westen verlassen musste. Ursachen und Umstände seines Weggangs waren schlimm, hiervon soll aber jetzt nicht weiter die Rede sein. Sie allein würden auch noch nicht die eigentliche Begründung für unser Unternehmen abgeben. Es sind ja nicht wenige der namhaften Künstler im heutigen Deutschland irgendwann aus diesem östlichen in den westlichen Teil übergesiedelt. Zu dem, was Sie heute sind, haben Sie sich in der Regel im Westen entwickelt. Auch Hermann Bachmann hat sich dort in den zurückliegenden 4 Jahrzehnten selbstverständlich entwickelt und verändert, wie Sie an seinen Werken ablesen können. Im Umgang mit den künstlerischen Mitteln, wofür es feste Grundregeln, ansonsten viel Freiheit, vielleicht so etwas wie Gewissen, Ehre gibt. Als Maßstab die Leistungen aus der neueren und auch älteren Kunstgeschichte. Das ist erwähnenswert, denn schon in Leipzig liegen die Dinge ganz anders, wieder anders in Dresden oder München. Das auf dem Plakat zu sehen ist, schenkt.
Thank you.
Qualifikation haben. Ja, ich meine, so hier, ich mache das so mit Kindern sozusagen. Die Wand. Das ist schon wieder ein fast ein Jahr rum.